Ich entdeckte eine Inschrift. Als ich sie laut vorlas, erschien diese Karte. Clevere Verzauberung. Es ist zwar eine Karte von Hogwarts, aber ich weiß nicht, wohin sie führt. Sie führt zur Bibliothek. Genauer gesagt in die verbotene Abteilung und etwas weiter. Ich sehe Spuren von Magie auf der Karte. Ich dachte mir schon, dass Sie etwas sehen. Gehen wir? Ich weiß Ihren Enthusiasmus zu schätzen und ich bin ebenfalls gespannt, was wir dort finden. Aber wenn unsere Erfahrung in Gringotts, ganz zu schweigen von Miriams Schicksal, mich etwas gelehrt hat, dann, dass diese ganze Sache höchst gefährlich ist. Sie wollten mich sehen? Schulleiterin Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isidora Morganock. Willkommen. Professor Rookwood? Professor Bakar? Ich hörte, Sie gewöhnen sich langsam an das Leben in Hogwarts. Das stimmt. Das freut mich, wenn man bedenkt, wie ungewöhnlich es ist, in der 5. Klasse einzusteigen. Wie es der Zufall will, fing auch ich als 5. Klässler in Hogwarts an. Doch wir scheinen Einzelfälle zu sein. Miss Morganock, gestern nach dem Unterricht befragten Sie mich nach all den wunderschönen Wirbeln, die Sie vor all den Jahren sahen, als wir Ihr Dorf besuchten. Ich habe Sie alle sofort erkannt. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Wir helfen doch gern. Und ja, ich habe Sie gesehen. Sie waren überall. Mein Vater meinte, ich hätte mir das nur eingebildet, aber Sie wirkten so echt auf mich. Das war keine Einbildung. Percival, Professor Rackham, kann Sie auch sehen. Bisher ist das der einzige bekannte Fall. Ich bin verwirrt. Was sind Sie? Geflüsterte Worte oder vielmehr Spuren, die beim Wirken von alter Magie erscheinen. Alte Magie? Kaum jemand ist ihrer mächtig. Hogwarts selbst ist eine Hochburg alter Magie. Wenn ich also Spuren alter Magie sehe, kann ich sie etwa auch beherrschen? Mit der richtigen Anleitung. Aber wir wollen nichts überstürzen, Miss Morganock. Bevor ich Sie in dieser Magie unterweise, müssen Sie alles andere beherrschen, was Hogwarts bietet. In falschen Händen kann solche Magie großes Leid verursachen. Sie darf nur von Auserwählten genutzt werden.
Daher müssen wir Sie bitten, niemandem zu erzählen, was Sie heute erfahren haben. Sir, ich konnte die verbotene Abteilung durchsuchen, als Sie bei Professor Black waren. Es war ein Buch, das wir brauchten. Was? Das... Halt! Sie haben sich Zugang zur verbotenen Abteilung verschafft? Wie das? Ach ja, eigentlich will ich es gar nicht wissen. Naja, eigentlich war das Buch unter der verbotenen Abteilung, wie auf der Karte zu sehen. Ich will alles hören, aber schauen wir erstmal. Oh. Oh nein. Einige Seiten scheinen zu fehlen. Jemand muss das Buch vor uns gefunden haben. Nun, ich werde die Überreste dennoch untersuchen. Vielleicht finde ich etwas Nützliches, auch wenn es dauern wird. Ich frage mich, warum es hier war, unter Hogwarts. Ich glaube, ich weiß es, Sir. Ich sah bei dem Buch noch zwei Erinnerungen. Noch ein Denkarium? Bei Godrics Herz. Der Mann, den wir gesehen haben, Percival Rackham, war ein Professor. In der ersten haben er und drei andere Professoren mit alter Magie ein Dorf nach einer Dürre wiederhergestellt. Miriam hatte recht. Und die zweite Erinnerung? Sie sprachen mit einer Schülerin, die im fünften Jahr begonnen hatte. Wie ich. Sie konnte auch magische Spuren sehen. Warum diese Erinnerung? Vielleicht erklärt das Buch mehr. Jetzt muss ich es mit nach London nehmen. Der Schulleiter bestand darauf, dass ich direkt mit dem Minister über George Tod spreche. Verstehe. In der Zwischenzeit sehe ich mich nach den verschwundenen Seiten um. Gut. Vernachlässigen Sie die Schule nicht. Sie machen Fortschritte mit dem Zauberstab. Aber in Kräuterkunde und Zaubertränke sollten Sie gut aufpassen, denn Magie ist mehr als nur Zaubern. Auch ohne Sie wird mir nicht langweilig. Das haben Sie sehr gut gemacht. Ich bin gespannt, was Sie bei meiner Rückkehr erreicht haben werden. Ich grüße Sie. Ich habe gehört, Sie sind eine findige junge Ravenclaw. Professor Fig hat mir gesagt, Sie fanden ein verlorenes Buch für ihn. Ich möchte darüber reden. Schön, dass Sie kommen. Professor Fig spricht in den höchsten Tönen von Ihnen und Ihrem Einfallsreichtum. Er hielt sich mit Einzelheiten zurück, meinte aber, dass Sie ein schwer zu findendes Buch aufgespürt haben. Möchten Sie mit Ihrer Spürnase vielleicht auch in meine Dienste treten? Natürlich, Mr. Ollivander. Das mache ich gerne. Wunderbar. Wissen Sie, vor etwa 100 Jahren verschwand aus diesem Geschäft ein Apfelholzstab mit Feenflügelkern, ein Erbstück. Meine Großtante verdächtigte einen Schüler namens Richard Jackdaw. Er arbeitete hier als Assistent und verschwand plötzlich. Richard Jackdaw? Ja, er hielt sich wohl häufig in der Eulerei von Hogwarts auf. Natürlich haben wir dort gesucht, aber keinen Zauberstab gefunden. Wir haben eine Reihe von Statuen gefunden, die Dohlen ähneln. Das muss eine Spur sein, aber ich finde nicht heraus, wohin sie führt. Zuletzt hörte man von Jackdaw, als er über ein paar Seiten mit einer Karte kicherte, die er Peeves gestohlen hatte. Natürlich war der Poltergeist nicht gerade hilfreich. Sie könnten doch die Eulerei weiter durchsuchen. Könnte man meinen, doch der Schulleiter sieht es nicht gern, wenn ein alter Zauberstabmacher dort herumschnüffelt. Kann's ihm nicht verdenken. Zudem suche ich vielleicht schon zu lange danach. Ich denke, ein frischer Blick und ein kluger Kopf wie der Ihre werden das Rätsel lösen. Ist an dem Zauberstab etwas Besonderes? Oh ja, er ist wirklich ganz besonders. Aber nicht so, wie Sie vielleicht denken. Er verleiht keine besonderen Kräfte. Nein, nichts dergleichen. Aber seine wohlbehaltene Rückkehr würde die Herzen der Ollivanders erfreuen. Und diese Macht ist unvergleichbar. Warum sollte der Dieb den Zauberstab stehlen? Ich gebe zu, ich habe keine Ahnung. So wie ich das sehe, hielt er sich wohl für einen großen Abenteurer. Immer auf Ärger aus. Nach seinem Verschwinden hieß es gar, sein Geist sei in Hogsmeade gesehen worden. Danach hörte ich wenig über ihn, aber offenbar hat er am Ende den Preis für seine Abenteuerlust gezahlt.
Vielleicht dachte er, der Zauberstab habe allein aufgrund seiner hohen Herkunft besondere Kräfte. Erstaunlich, wie wenig die Leute wirklich von Zauberstäben verstehen. Ich schaue mich für Sie um. Sie haben mir genug Hinweise geliefert. Oh, Sie haben diesem alten Zauberstabmacher neue Hoffnung geschenkt. Professor Fig hatte recht. Sie sind bemerkenswert. Die Statuen, die Mr. Ollivander erwähnte, müssen oben bei den Eulen sein. Ignoriert mich, Eulen. Ich will nur jemandem helfen. Wo sind diese Statuen? Akio. Keine Statuen hier. Ich such lieber weiter. Leere Stangen könnten groß genug für Dohlen sein. Oder Dohlenstatuen. Akio! Nichts. Das kann ich gebrauchen. Vögel haben keine Höhenangst. Ich sollte weiter oben suchen. Akio! Danke, das nehme ich. Nichts. Keine Statuen hier. Ich suche lieber weiter. Was geht hier vor? Kann das sein? Hat jemand nach all den Jahren mein Rätsel gelöst? Wirklich gut gemacht. Freu dich, wenn du etwas verstecken willst, hast du den perfekten Ort gefunden. Richard Jackdaw, stehe zu Diensten. Richard Jackdaw? Mr. Ollivander hatte recht. Er will seinen Familienzauberstab zurück. Meine Güte, den Zauberstab habe ich komplett vergessen. Ich habe ihn nicht dabei. Ich bin fast sicher, dass ich ihn fallen ließ, als ich in der Höhle geköpft wurde. Töricht es doch war, der Karte zu folgen. Welcher Karte? Wirklich albern. Ich habe sie auf vergilbten, alten Seiten gefunden, die Pief stibitzt hat. Ich wollte damit ein Mädchen beeindrucken, aber das ist eine andere Geschichte. Du hast also einen Zauberstab gestohlen, bist einer Karte gefolgt, die du von Piefs hattest, und die hat dich ins Verderben geführt? So absurd verkürzt klingt das zwar seltsam, aber ja. Was schert dich ein alter Zauberstab? Er ist nicht für mich, sondern für Ollivander. Ich will nur die Seiten. Könnten sie bei dem Zauberstab in der Höhle sein? Allerdings. Ich hätte da eine Idee. Warum treffen wir uns nicht am Rand des verbotenen Waldes? Ich würde dir gerne zeigen, wo sie sind. Warum wolltest du den Zauberstab von Mr. Ollivanders Familie? Die Familie schwärmte immer davon, wie besonders er sei. Also habe ich ihn genommen. Wer könnte da widerstehen? Leider konnte ich damit meinen Hals auch nicht retten. Ich wollte ihn zurückgeben, als ich erfuhr, dass er nur aus sentimentalen Gründen besonders ist. Doch, wie du siehst, hatte ich nie die Gelegenheit dazu. Wie du gestorben bist, ist klar. Aber wer hat dir das angetan? Beim Umschauen habe ich plötzlich eine erfrischende Brise gespürt. Danach war ich ganz, nun, benommen. Mehr weiß ich nicht. Daher solltest du die Höhle nicht unvorbereitet besuchen. Warum genau, kann ich nicht sagen, aber du wirkst scharfsinnig. Vorsicht vor einem leichten Lufthauch.
Wie ist es möglich, einen Poltergeist wie Peeves zu bestehlen? Ich habe die Seiten nicht seiner Geistergestalt geklaut. Ich fand sie nur auf seinem Pfad der Zerstörung. Er neigt dazu, Sachen kaputt zu machen. Bücher, Flaschen, Rüstungen, was auch immer das meiste Chaos verursacht. Bestimmt hat er gar nicht gemerkt, dass sie weg waren. Wenn das die einzige Möglichkeit ist, die Seiten zu bekommen, treffen wir uns dort. Wenn dir der Anblick meines, nun, enthaupteten Gerippes nichts ausmacht, gehören der Zauberstab und die Seiten dir. Hier bin ich. Wie versprochen. So sieht man sich wieder, Richard Jackdaw. Es überrascht mich nicht, dich hier zu sehen. Nur Ravenclaws würden so weit reisen, um Wissen zu erlangen. Schön gesagt. Wie geht es jetzt weiter? Folge mir. Ich werde dich so weit bringen, wie ich kann, aber ich fürchte, es widerstrebt mir, den Ort meines Ablebens aufzusuchen. Halte Ausschau nach einer Vogeltränke. Wenn du sie findest, sag Intramuros. Ich glaube, das ist Latein. Oder Griechisch. Wie du dir denken kannst, habe ich in der Schule nie gut aufgepasst. Wollen wir? Gibt es neben der Vogeltränke noch etwas zu beachten? Ja, es gibt einige Orientierungspunkte. Eine Steinbrücke, ein Wasserfall und ein See, denke ich. Du wirst schon sehen. Das war sehr hilfreich. Danke. Es ist erstaunlich, wie viel mir unglücklicherweise wieder einfällt. Ja. Mit jedem Schritt, den wir uns nähern, kehrt mehr meiner Erinnerung zurück. Am besten lasse ich dich nun allein. Bleib einfach auf dem Weg und halte Ausschau nach der Vogeltränke. Adieu. Ist das jetzt Latein? Oder doch Griechisch? Der Wasserfall. Für einen Dieb ist Jackdaw überraschend verlässlich. Seltsam feierlich, dieser Ort. Hirsche sind so majestätische Wesen. Da, genau wie Jackdaw es beschrieben hat. Intramuros. Hier draußen wird euch niemand hören. Ranrock wusste, dass du uns zu dem führen würdest, was du versteckst. Angriff! Potato! Das ist traurig. Sendio! Endlich! Akio! Ja. Diese Anhänger werden Ranrock nichts mehr berichten. Mal sehen, wohin Jackdaw mich geführt hat. Wie groß dieser Ort wohl sein mag. Jemand wollte hier unten keinen Zufallsbesuch haben. Ich muss näher an Jackdaws Überreste herankommen. Und an die Seiten. Sieh mal an. Richard Jackdaw. Schade. Diese Splitter sind wohl die Überreste von Ollivanders Zauberstab. Wenigstens kann ich die Seiten mitnehmen. Hier ist sie. Die Karte deines Verderbens, Jackdaw. Ist hinter diesem Raum noch etwas? Wo bin ich? Oh nein. Der Raum wird langsam geflutet? Ich beschützt? Was für eine Art von Magie ist das?
Ich kann nur hoffen, dass diese Magie mich schützt, bis ich hier herausgefunden habe. Wo bin ich hier? Das hat endlich jemand unsere Kartenkammer entdeckt? Ich kenne Sie aus dem Denkarium. Sie sind Professor Rackham. Der bin ich. Ich bin offen gesagt überrascht, eine so junge Person vor mir stehen zu sehen. Ich bin genauso alt wie Sie und Isidore Morgannock, als Sie in Hogwarts anfingen. Gut aufgepasst. Und ich nehme an, dass Sie unsere Fähigkeit teilen? Dass ich Spuren alter Magie sehen kann? Ja, das stimmt. Wie Sie vermutlich schon wissen, gewährt uns unsere Fähigkeit eine besondere Beziehung zu Magie aller Art. Wir haben Zugang zu seltenen Formen der Magie. Möglichkeiten werden sich auftun, um dieses Talent zu stärken. Diese sollten Sie nutzen. Werde ich, Professor. Danke. Dann haben wir viel zu bereden. Doch zuerst, eine Karte aus einem bestimmten Buch führte Sie her. Legen Sie es auf das Podest. Ich habe das Buch nicht bei mir, Sir. Das ist ungünstig. Ich fürchte, wir können unser Gespräch erst fortsetzen, wenn Sie das Buch dabei haben. Ich bin etwas verwirrt, Sir. Warum heißt dieser Raum Kartenkammer? Ich versichere Ihnen, dass sich Ihre Frage klärt, sobald das Buch auf dem Podest liegt. Die Statuen und Schnitzereien in dem Haus an den Klippen, die sind von Ihnen. Sind Sie ein Seher? Fürwahr. Wussten Sie, dass ich hier sein würde? Mehr kann ich im Moment nicht sagen, außer, dass mich Ihre Anwesenheit hier nicht völlig überrascht. Na gut, ich werde das Buch sofort holen. Gut, wir sprechen uns wieder, wenn das Buch an seinem Platz ist. Ich habe die Seiten und die Kartenkammer. Was soll ich mit dem Buch? Ich bin wieder in Hogwarts? Wann Professor Fig wohl zurückkommt? Ich habe ihm versprochen, dass ich meine Studien nicht vernachlässige. Ich habe wohl genug, um mich abzulenken, bis er mit dem Buch zurückkommt.